Ja, Markus Boos, im Endeffekt muss man sagen, war es die fast erwartet klare Sache. Aber in der ersten Halbzeit gab es viele gute Ansätze. Wir haben eben darüber gesprochen, der hat die Riesenchance zum 2:1. Und dann war es natürlich nach der roten Karte unheimlich schwer. Ne? Ja, genau. Also erste Halbzeit fand ich uns gegen den Ball brutal gut. Wir lassen 2 Torschüsse zu. Das ist eine Qualität, die Schweich hat. Die machen aus 2 Torschüssen 2 Tore. Wir haben auch 2 Torschüsse. Meinen, den ich reinmachen muss, wurde ich abdrängen lassen. Nach der Ecke wird auf der Linie geklärt. Ja, und dann in der 50. Minute, Yannick Land, rote Karte. Bisschen Fingerspitzengefühl, vielleicht kann man auch drüber streiten, da gelb zu geben, aber es ist natürlich eine super blöde Aktion dann auch. Und ja, ab da war der Stecker gezogen. Schweich gehört nicht in diese Liga, das muss man einfach auch anerkennen, fußballerisch. Ich glaube trotzdem, wenn wir mit 11 Mann und auch wenn wir mit den ganzen Verletzten anreisen, ist das nochmal eine andere Partie. Aber schlussendlich 5-0. Klingt hart, ist hart für uns auch, aber ist leider verdient, das muss man also sagen. Trotzdem, es schwimmt gut im Mittelfeld mit. Ich denke, das war auch irgendwo das Ansinnen und da sollen jetzt nächste Woche gegen Konz wahrscheinlich wieder die nächsten Punkte her, oder? Ganz genau, genau. Wir haben jetzt mit Konz, Irsch und Laufeld 3 brutal wichtige Spiele für uns. Da müssen wir punkten, um nicht unten reinzurutschen. Ja, aber dass es eine schwere Saison wird, war uns auch bewusst. Wir haben Durchschnittsalter von 22 Jahren. Wenn dann noch Thomas Schweisel und Yannick Land heute mit 30 und 25 Jahren wegbrechen, dann hast du tatsächlich nur noch den Marco Michels, mich und den Chris Gräfen. Ja, und der Rest ist dann ab 2000 jünger. Dann sind Leistungsschwankungen immer wieder drin, das ist uns bewusst. Aber wir sollten zusehen, dass wir zeitnah punkten.